Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, und der Deadpool hier hat das eigentlich richtig aufgefasst. Nicer CW. Gleich nach der Liga haben wir ein CW gestartet und der war wirklich nicht schlecht. Denn vor allen Dingen, es war mal wieder ein 15er CW. Das heißt, wir hatten unten 10er und auch 11er, also Rathaus 11er. Aber bevor wir überhaupt in den Krieg einsteigen, einmal in eigener Sache. Ich hatte ja zu Anfang des Monats ein paar Pässe gekauft, habe aber nicht aufgepasst. Wenn man ja die Pässe aus dem Supercell Store kauft, sind sie ja etwas günstiger. Und im Dreierpack dann, das Dusselige war, dass als ich mir dann hier den Pass gekauft habe, wurde mir das gleich davon abgezogen. Das heißt, ihr seht das hier, wenn ihr auf Connected klickt und einmal hier auf My Games, dann seht ihr, wo ihr gerade ein paar Pässe über habt und die könnt ihr natürlich verschenken. Dafür müsst ihr, glaube ich, einen Tag bei mir dann in der Friendslist sein. Eigentlich wollte ich die ja zu Anfang des Monats verlosen. Das verschiebe ich jetzt. Vermutlich hole ich mir auch nochmal drei, weil ich mir natürlich auch wieder hier mit dem Account den Pass kaufe. Allerdings kann ich ihn nicht kaufen, weil er wird mir gleich von den Pässen hier abgezogen. Oder aber ich muss die fünf erstmal verlosen und muss mir dann einen mit Echtgeld kaufen. Aber macht eigentlich keinen Sinn, weil der, was heißt mit Echtgeld, also direkt hier übers Game, macht aber eigentlich keinen Sinn, weil die natürlich im Supercell Store auf 3 Monate gesehen wesentlich günstiger sind. Das nur mal dazu. Also es ist nicht vergessen oder so, aber es ist ein bisschen jetzt nach hinten geschoben. Ich glaube, jetzt im Moment lohnt es sich nicht, die Pässe noch irgendwo rauszuhauen. Okay, wir gehen mal in den letzten Clark-Kick rein. Ich hatte ja gesagt, bis Rathaus 10 runter und der Deadpool, klar, macht er natürlich 3 Sterne auf die 1, aber wie er das gemacht hat, da kommen wir dann letztendlich hin. Ich war mal wieder mit dem Frei dabei. Der Frei konnte hier mal ein Go, nee, nicht, ich wollte gerade sagen Go Laloon, nein, ein Queen Charge Lalo bringen auf Rathaus 10 hier. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Mein erster Angriff mit Hox ist ein bisschen in den Binsen gegangen. Aber ich hatte die zweite Armee hier schon fertig und habe die Angriffe auch recht zeitnah rausgehauen, sodass wir so ein bisschen auch planen konnten, wo muss der Elver ran. Der Elver war dann letztendlich auch einer meiner, nämlich der Donnerbengel. Der konnte dann den Zehner auch niederringen. Aber das, was ich eigentlich gar nicht weiß, obwohl doch, da war ja Clanburg drin, da waren ja 2 Ballons, glaube ich, drin und ein Drache. Meine ich, ne, war das eine 30er Clanburg oder eine 35er? Ich weiß es gar nicht. Ist auch egal. Auf jeden Fall haben wir hier einen Lalo gespielt, also einen Queen Charge Lalo auf Rathaus 10. Okay, die Base ist noch sicherlich noch auf Rathaus 9 Niveau. Er hat 2 Infernos hier in der Base drin, aber immerhin hat er sie gebaut. Und oder er muss ja bauen, um irgendwo dann weiterzukommen und dann recht weit außen die Loons gesetzt, Hunde hinterher und immer so 2-3 pro pro Luft, nicht pro Luftabwehr, sondern pro Verteidigung, die dort außen steht. Slammer mit dazugesetzt. Der kann hier ganz behende die Außengebäude auch mit zerstören. Und da war natürlich der X-Bogen jetzt, der völlig auf Boden stand. Also schwer war die Base jetzt nicht, aber habe es auch echt schon lange nicht mehr gespielt. Den Lalo-Part vor allen Dingen nicht. Und war eigentlich auch ganz froh, dass mir das dann so auch gelungen ist. Ich brauchte den Slammer nicht mal aufmachen, also den Felsenwerfer, so heißt er in Deutsch, und habe dann am Ende aber doch noch aufgemacht, damit er ein bisschen für Cleanup sorgte. Und ja, so waren das die Easy Peasy 3 Sterne. Also schönes Ding hier gleich zu Beginn. Und auch insgesamt war der Clankrieg hier sehr, sehr ausgeglichen, auch vom Gegner. Ergebnis habt ihr ja letztendlich schon gesehen, 40 zu 39. Und sicherlich eine knappe Kiste. Ich glaube, der Gegner hatte noch Angriffe über. Ich weiß es nicht. Wir hatten allerdings auch noch Angriffe über. Hätten da vielleicht dann auch noch den ein oder anderen Stern oder vielleicht noch ein paar Prozente irgendwo rausgekitzelt aus den höheren Bases. Aber so war das hier ganz gut. Ich kann auch mal ein bisschen vorspulen. Dann muss ich das Ganze ja nicht bis zum Ende in einfacher Geschwindigkeit angucken. Okay, den hat also der Dongelbang erledigt hier mit dem Dip auf von Rathaus 11 auf Rathaus 10. Das ist natürlich nicht so schick. Ich konnte hier letztendlich, glaube ich, auch dippen. Ich muss mal gerade gucken. Ich glaube, den hatte ich gesehen hier, meine ich. Rathaus 12 auf Rathaus 12. Nee, das ist auch schon 14er. Der Volk Latila ist hier zwar ein 14, aber auch mal gerade so 14. Aber
Mich hat so ein bisschen die Armee gewundert, deswegen zeige ich euch den Angriff, glaube ich, auch. Mit 36 Walküren habe ich auch schon lange jemanden nicht angreifen sehen, aber ich meine, das ist jetzt auch ja 14 auf 12. Ich habe zwar gesagt, hätte der Avatar auch machen können, der Avatar hat dann halt noch woanders 3 Sterne geholt, aber ja, das war ein bisschen verplant, war aber auch schon so relativ gegen Ende und da zählen dann natürlich die Sterne. Der Sprungzauber war gar nicht mal so schlecht. Obwohl, der war für die vielen, vielen Walküren, ja. Klammbuch war schon raus. Ah ne, Klammbuch kommt am Ende erst noch für die Schnitten. Und er hat noch einen Heilzauber und noch 2 Wutzauber, also er lässt sich hier komplett durchwuten, ohne Sprung hier in der Mitte. Geht natürlich auch, Max Walküren hier durch so eine Base zu bringen hier. Müssen wir mal gucken, aber da kam überhaupt keine Klammbuch raus, haben sie wahrscheinlich vergessen hier bei dem Kollegen. Oder aber er hat die vorher am Anfang weggemacht. Ich bin wahrscheinlich jetzt gerade ein bisschen verpeilt und habe es nicht gesehen, was hier wann wo ging. Außen noch mit, was hat er da? Noch ein E-Drachen, okay. Das ist auch ein echt komisches Gespann, aber so kann man es machen. Letztendlich macht es da die Masse und die Verteidigung ist dann gar nicht in der Lage, die Masse an Walküren irgendwo aufzuhalten. Die splitten sich jetzt auch, gehen Richtung einmal Richtung 9 Uhr und einmal Richtung 3 Uhr. Also auch da überhaupt keine Gefahr für die vielen Schnitten hier, für die vielen Walküren, entschuldigt bitte, den Begriff. Ich nenne sie halt immer ganz gerne so, weil die halt auch so schnitten, so schneiden mit ihrem Beil oder mit der Axt oder mit der Streitaxt, so kann man es ja auch nennen. Ich glaube, ich durfte hier auch irgendwo dippen, ich muss mal gerade gucken, der Dirkson hier, Thorsten da, das war ein Dip. Dann nehmen wir mal ein Sexpistol hier, ich glaube, das war kein Dip, das war 14 auf 14, jawohl. Das 14 auf 14 mit der, ich wollte fast gerade sagen, mit der typischen Armee, die ja immer noch nimmt. Irgendwann hat man sich, glaube ich, so drauf eingespielt, dass man gar nichts anderes mehr spielt, habe ich so das Gefühl. Und wenn es dann mal nicht klappt, dann klappt es mal nicht. Ja, kann man auch so sehen. Ist aber sicherlich schwierig, das immer gegen jede Base zu spielen. Aber ich meine, der Funnel gelingt hier natürlich ganz gut. Die Masse der Truppen kann gar nicht anders als jetzt rein in die Base hier. Und er hat dann noch zur Unterstützung ein paar Bedspells, 4 Stück mit dabei. Hat auch die Pets schon alle hoch, sehe ich gerade, alle auf 10. Da bin ich noch ein bisschen lost. Ich muss noch immer noch zwei Stück leveln. Aber ich meine, wer kaum spielt, der braucht sich nicht wundern, dass die Pets nicht leveln. So ist das nun mal. Spielst du viel, bekommst du viel. Spielst du wenig, bekommst du wenig. So einfach ist das. Und da ich im Moment ein bisschen weniger Clash of Clans spiele, bekomme ich natürlich auch etwas weniger. Mein Dorf geht ein bisschen. Ich habe, glaube ich, 2 Bauarbeiter noch am Start. Muss also mal wieder ein bisschen was tun. Und wird sicherlich auch so kommen. Aber im Moment nur das Nötigste hier im Clankrieg. Und wenn dann mal so ein Farmangriff oder so, aber mal so gezielt hier 3-4 Stunden hinsetzen, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Ist halt, boah, ganz raus ist es nicht, sonst hätte ich heute das Video nicht gemacht. Ich wollte, bevor der Clankrieg jetzt anfängt und womöglich irgend so ein Update reinschneit, wo wir die Wiederholung nicht haben, habe ich gedacht, machst du das noch fix und zeigst deinen Zuschauern, dass es hier doch noch ein bisschen was geht. Das hat auch jemand gefragt im Discord bei den Herausforderern, wie es überhaupt weitergeht, hier führungsmäßig. Ist das, glaube ich, ein Selbstläufer hier, der Clan. Herausforderer. Ich denke, jeder weiß, was er hier zu tun und zu machen hat. Da muss jetzt kein Chef Ansage bringen oder so. Und neue Member hier zu gewinnen in dem Game, das muss ich euch nicht erklären. Das ist höllisch schwer, hier vernünftige Leute an den Start zu bekommen, die hier auch in den Clankriegen mit dir kämpfen und vor allen Dingen auch bleiben. Denn so einen Clan muss man ja auch erstmal kennenlernen. So will ich es mal sagen. So einen Clan muss man ja auch erstmal kennenlernen und den muss man auch erstmal kennenlernen, wie er so tickt. Oh, ich würde sagen, gleiche Base hier, die der Deadpool hier machen konnte, die gerade eben noch der Sexpistol, glaube ich, erledigt hatte. Nur jetzt andere Strategie. Ich nutze die Strategie im Moment auch ganz gerne mit einem Warden Walk und mit den Super Bowlern. Also die gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ist vor allen Dingen, ja, ich muss es ganz klar mal so sagen, auch für 2 Sterne immer ganz nett, je nachdem, was man da noch in der Clanbook hat und wie man die Clanbook vor allen Dingen einsetzen kann hier bei der ganzen Geschichte. Das ist recht flexibel und entweder nimmst du einen Blimp, der dann über die gesamte Base fliegen muss, oder aber du siehst, dass das Rathaus schon fällt
Dann kannst du natürlich auch was anderes nehmen. Vielleicht die Kaserne, wo ja noch zusätzlich Päcker und ein paar Magier mit rauskommen. Und dann deine Clanburg. Auch das ist da ein bisschen unterschiedlich. Da kommt die gegnerische Clanburg, ein Drache und ein paar Ballons. Ah, ne, sind zwei Drachen und ein Ballon, so wie ich das sehe. Und die gehen aber ganz gut durch. Beziehungsweise, ja, die gehen nicht gut durch, sondern die Superbowler gehen wirklich eigentlich gut durch. Mal sehen, ob die da noch springen. Der Sprungzauber hätte ein bisschen weiter Richtung der beiden Lager gemusst, glaube ich. Aber die jumpen da. Jumpen die noch rüber? Aber gerade so. Okay, die jumpen aber gerade noch so. Und da hat auch wirklich Luck, dass da noch zwei, drei Stück nochmal nachkamen. Die Bounces gehen ja über drei Gebäude. Also es reicht auf jeden Fall noch bis ins nächste Compartment, bis zu dem Inferno, der ist jetzt auch angehittet, allerdings die Bauarbeiter da unten geben alles, um die Defensive wieder zu reparieren hier. Ich kann auch mal ein bisschen näher reingehen, jetzt fällt erstmal die Bauarbeiterhütte, damit da nicht weiter repariert wird, jetzt die nächste. Er hat aber ums Rathaus, glaube ich, alles stehen gehabt, da ballert noch eine Hütte, ist dann noch am Start, die nimmt sich jetzt aber auch der Royal Champion und dann waren das hier auch schöne drei Sterne von Deadpool. Ja, hat er auch selber geschrieben, schön als CK, klar, schreibt man natürlich immer, wenn man zweimal drei Sterne geholt hat, also sechs an der Zahl. Das ist für einen selber ein schöner CK, aber low. Dem kann man natürlich auch nicht widersprechen. Keine Frage. Aber 1 gegen 1 bzw. 5 gegen 1 haben wir auch noch offen. Will ich euch auch nicht vorenthalten. Waren ja mal ein paar schöne Dreier. Und wie gesagt, bevor die dann raus sind, will ich es euch zeigen. Sonst kann ich das nicht mehr nachhalten. Ist es schon wieder die gleiche Base? Ah ne, die ist ein bisschen anders. Die ist ein bisschen anders, sah jetzt nur gerade so aus mit dem großen Compartment hier auf 9 Uhr, auf 3 Uhr, entschuldigt bitte. Wo der Adler drin ist, ist sicherlich viel reingelaufen, nimmt aber auch hier wieder einen Warden Walk und nimmt da auch gar nicht so wilde Gebäude raus. Also bis zum Scattershot wird er, glaube ich, mit dem Warden nicht ganz kommen. Ich muss mal gerade gucken, ich hatte den einen von beiden Angriffen, hatte ich, glaube ich, live gesehen. Ich weiß gar nicht, ob es der war oder ob es der andere war. An dem Tag und fing natürlich sehr, sehr gut an mit drei Sterne dann schon oben. Ich glaube, er war der erste Hater. Ich kam dann mit dem Frei als Rathaus 10 dann hinterher und ja, das ist schon fürs Gefühl eigentlich schon so ein ganz kleiner guter Bonus, so will ich es mal sagen. Also so fürs Gemüt des Clans im Clankrieg, wenn du schon mal oben vor allen Dingen auf die 1 drei Sterne hast. Und auch unten, ich meine, gut, unten brannte da sowieso nichts an, da hätten wir dann runter dippen können ohne Ende, brauchten wir noch nicht mal großartig, aber das ist schon so ein kleines Fundament, der Scattershot bleibt da immer noch stehen, jetzt ist er endlich weg da unten, okay, sind aber auch gar nicht mal so schlecht postiert, die beiden Scatties, und er nimmt den Sprungzauber dort noch, auch noch für die verbleibenden Superbowler hier, und so sind die gar nicht, aber ihr seht schon, die haben auch ganz ordentlich Trefferpunkte am Start. Ne? Die haben auch ganz ordentlich Trefferpunkte. Und Sprungzauber haben die jetzt nicht wirklich genommen. Ich hatte jetzt erst eigentlich gedacht, womit macht er jetzt eigentlich den Rest dieser Base hier? So viel ist da ja gar nicht mehr über. Aber hat oben noch den Roll Champion, der ein bisschen aufräumt. Und der Scattershot ist noch kurz mal einmal abgelenkt, der den Warden da unten macht. Ja, und den Rest erledigt jetzt die Queen und der Roll Champion hier, das heißt also, die nehmen sich jetzt eine Defensive nach der nächsten vor. Die Queen muss sich natürlich noch durch ein paar Lager quälen. Bogi noch mit dazu genommen von oben wahrscheinlich, der da ein bisschen mitläuft da oben an der Werkstatt und beziehungsweise am Pet-Lager, das war das Pet-Lager schuldigt. Und den Rest machen die anderen beiden Helden hier. Also geht dann auch mal so im Finish, dass die wirklich hier komplett aufräumen. Jetzt hat er, achso, Queen hat er auch schon gezündet gehabt, aber die Queen immer noch voll in Heilung hier, einmal vom Pony und einmal noch selber von den Heilern. Die sehen jetzt aber, dass der Roll Champion so ein bisschen Heilung braucht. Brauche aber gar nicht mehr, denn die Base ist in jedem Fall down. Und ja, so waren das hier auch nette drei Sterne. Und so haben wir dann auch gesamt, glaube ich, ganz, ganz gut abgeschnitten mit 10 drei Sternen auf unserer Seite. Immerhin 9 Stück. Also Gegner hat auch hart nachgesetzt, hätte auch noch einen Angriff bzw. zwei Angriffe gehabt hier. Auch noch mal 14 und sobald ich mich erinnern kann, war hier noch was offen, ja, wo man noch etwas hätte machen können. Der Baba ist, glaube ich, aber auch schon ein 14er. Allerdings, ah ne, guck mal, der Baba ist noch ein 13er. Den hätte zumindest einer von beiden noch holen können. Der Vierer hatte schon einmal angegriffen, ja, also 6 und
zwei hätten da noch einen Stern rausgeholt. Prozentual hätte das auch gereicht, ganz, ganz locker, also nicht nur der eine Stern, sondern prozentemäßig wären sie dann, glaube ich, auch an uns vorbeigezogen. Ich weiß es nicht genau, das stimmt gar nicht. 0,12 gab es, glaube ich, nur noch auf die, ja, hier gab es auch nur noch satte 12% nur noch drauf. Ich glaube, das wäre trotzdem ein bisschen knapp geworden. Vielleicht hat man deswegen dort aufgegeben. Aber ich wollte euch das in jedem Fall festhalten und hoffe auch, dass euch ein bisschen Clash of Clans von mir mal wieder gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen. Auf Twitch dabei bleiben wollte ich jetzt im Moment nicht sagen, weil ich auf Twitch im Moment gar nicht aktiv bin. Da muss ich mir mal wieder so einen kleinen Ruck geben, oder der Ruck muss von euch kommen, keine Ahnung. Das sehen wir dann. Bis dahin, angenehmen Wochenstart. Ich verbleibe, euer Toto. Clashed.